I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance. On. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Adrenalin und ein Kampf um jeden Zentimeter. Am Ende durften die zahlreichen Zuschauer an der Strecke und im Start-Ziel-Bereich ein spannendes Rennen verfolgen, das überraschend von Johannes Schienagel gewonnen wurde. Zweiter wurde Lokalmatador Alex Meyer, der im Zielsprint Darius Raps enteilte. Der 10,6 Kilometer lange Rundkurs um Beiersdorf hatte es in sich und verlangte den Athleten einiges ab. War extrem hart, der Kurs wirklich anspruchsvoll. Und hat er gesehen, es hat sich gleich ziemlich früh selektiert, das Feld, und dann immer weiter. Und am Ende hat er mal die Beine in die Hand genommen und in der vorletzten Runde einfach mein Glück versucht und sich zum Glück nach Hause gegangen am Ende. Und super happy jetzt. 150 Teilnehmer aus 33 Teams umfasste das Eliterennen. Höchste Konzentration und taktisches Kalkül waren von Beginn an gefragt. Da blieb wenig Zeit, die schöne Landschaft auf der Strecke von Igelsdorf über Langsendelbach und Bräuningshof zu genießen. Eine der Höhepunkte war dabei sicherlich der Anstieg der Marloffsteiner Anhöhe. Gut 1500 Höhenmeter mussten dort von den Sportlern erklommen werden. Beim Aufstieg wurden sie dabei von zahlreichen Fans frenetisch unterstützt. Gleich 10-mal musste die Eliteklasse sich dieser Herausforderung stellen. Schweiß, Ausdauer und Qual vorprogrammiert. Was geht einem da denn alles so durch den Kopf? Das ist schwer zu sagen. Eigentlich nicht mehr viel. Einfach nur noch immer mehr Druck aufs Pedal und schauen, dass man irgendwie den Speed hochhält. Vor allem dann die Abfahrt runter, muss man sich natürlich unheimlich konzentrieren durch die schmalen Ortsdurchfahrten und jede Kurve gut erwischen und dann einfach auch ein bisschen hoffen, dass von hinten nichts mehr kommt und Blick nach vorne. Das gilt auch für den Veranstalter, der mit seinem Radteam Hermann aus Beiersdorf 2017 den Sprung in die Radbundesliga wagt. Dem großen Ziel, den Radsport in der Region voranzubringen, sind sie mit den bayerischen Radsportmeisterschaften definitiv einen Schritt näher gekommen. Das Tempo wurde auch abseits der Strecke durch viele Helfer und Sponsoren hochgehalten. Alle Beteiligten können stolz sein, den Kraftakt erfolgreich gemeistert zu haben. Super, glücklich natürlich, dass das so funktioniert hat heute. Erschöpft auch, jetzt muss man sich natürlich erstmal ein, zwei Tage gut erholen und dann geht's weiter. Weiter geht es hoffentlich auch nächstes Jahr mit den Straßenmeisterschaften rund um Beiersdorf. Auf Platz 2 die Silbermedaille an den Drittplatzierten im Zeitfahren. Heute Zweiter im Straßenrennen, im Sprint klappt geschlagen für den RSC Kielheim starten, Henry Uhling. Vier Siege in der Saison hinter Strichforster. So, und die Kameraden aus Regensburg, die kommen von der grundsätzlich falschen Seite. Na, da kommen mehr aus. Die kommen alle von der falschen Seite, fast alle. So. Oh,
I got that sunshine in my pocket. Got that